Einen wunderschönen, wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag. Hallo, hallo. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Sorry. Ich vergesse immer bei dem Spiel noch ein bisschen leiser zu machen. So, sonst fliegen euch hier die Ohren weg. Wir stehen gerade bei Professor Weasley im Büro. Ja, ich habe nämlich eine kleine Pause gemacht, deswegen muss ich gerade selber überlegen. Da drüben ist noch ein bisschen was. Komme ich da hin? Guck mal über die Karte. Das Buch mit den Prüfungsantworten in einer Eule verwandelt. Hallo, Homura. Ja, sie hat das Prüfungsbuch in eine Eule verwandelt. Genau, wir machen auch direkt hier. Oh, falsche Tasse. Direkt weiter. Oh, da war was. Muss auf meine Ohren ein bisschen leiser machen. Ich habe irgendwie viel zu laut und schreie ich die ganze Zeit, obwohl ich das gar nicht müsste. Oh. Hübsch. Ein Testral, ein Hippogreif, ein Einhorn. Das sieht süß aus. Gut, was gibt's hier? Ah. Ja. Dankeschön. Eine Kiste. Ein düsterer Wollschal. Ein düsterer. Wie sieht er denn aus? Da sind so kleine Totenköpfchen drauf. Hat was, ne? Ein paar hübsche Fransens. Ah, nee, ich lass den. Okay. Rebellio. Das ist aber nicht der Gang oder das, was ich mir erhofft hatte. Es ist auch cool, aber nicht das, was ich brauche. Ich wollte eigentlich dadurch. Und dann dadurch. Alohomora. Denn. So. Denn, da war noch was. Eine Kiste und eine fliegende Seite. Rebellio. Und es hat noch was geklimpert. Eigentlich war das doch hier. Ich sehe nur Schlösser. Guck mal, da ist schon mal eine Motte. Ein Torbogen. Sieht aus wie von Stone Age. Einfach geklaut und die hingestellt. Ab nach Hogwarts damit. Geschichte der Zauberei. Ah ja. So. Ah. Was? Aus Ägypten geklaut? Rebellio. Sphinx. Die Sphinx, ein Tierwesen mit einem menschlichen Kopf auf einem Löwenkörper, wird seit Jahrhunderten von Hexen und Zauberern eingesetzt, um Wertgegenstände und Geheimverstecke zu bewahren, da sie intelligent ist und eine Vorliebe für alle möglichen Rätsel hat. Okay. Ah, hier. Akio. Dankeschön. Alohomora. Wenn sie Schätze aufbewahrt, dann kann doch die Sphinx-Katze doch mal eben. Ach da. Kann sie doch eben mal schnell mir den Schatz geben, vielleicht? Oh, wessen Büro ist das denn? Rebellio. Anne, geht es immer schlechter. Wenn die Chance besteht, dass das Relikt aus Slytherins Zauberbuch ihr helfen kann, muss ich es finden. Dafür brauche ich deine Hilfe. Triff mich außerhalb von Feldcroft, in der Nähe der Katakombe. Alles klar. Ich habe vielversprechende Neuigkeiten über den Verbleib unserer Hebridenfreundin und wohin wir ihr, du weißt schon, was bringen können. Triff mich am Dorfplatz von Hogsmeade. Das Drachenei? Okay. Professor Binns. Ach, Professor Binns. Ja gut, der sitzt, ist ja ein Geist, deswegen hat er auch den Stuhl so eingewickelt. Da dachte ich mir schon so, welcher Professor sitzt denn da drauf? Das ist doch sowas von unbequem. Aber ein Geist braucht ja eigentlich keinen Stuhl mehr. Also, ich muss sagen, dass mich ihre Beobachtung, die Schüler seien lethargisch, im höchsten Maß erstaunt hat. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich keinerlei Anzeichen von Legarthie in meinem Unterricht feststellen konnte. In meinem Unterricht.
Ja, bei Professor Binz ist das was anderes. Geschichte der Zauberei ist so langweilig, die Schüler schlafen reihenweise ein. Daher habe ich mich entschieden, selbst mit einigen Schülern zu sprechen, um diesem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen. Auf... Wieso ist eigentlich die Musik so ultralaut? Moment. Ich hoffe, das war ein bisschen... So. Meine Fresse. Jetzt besser. Diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Auf diese Weise habe ich schon bald erfahren, dass sie zu wenig bekannten Fakten über historische Konflikte ins Zentrum ihres Unterrichts gestellt haben. Möglicherweise wäre es ratsam, etwas rascher mit den historischen Feinheiten abzuschließen. Einer der Schüler war den Tränen nah, als er mir von einer Prüfungsfrage über Grimbald weft und die Zahl der Köpfe auf der Kleidung eines Zauberers, während der Rebellion 1752 berichtete. Offenbar ein Kopf mehr, als die damalige Norm vorgab, nicht wahr? Natürlich liegt die Entscheidung vollständig bei Ihnen, aber die Schüler scheinen sich schwer zu tun, ein solches Detailwissen wertzuschätzen. Selbstverständlich ist dies lediglich meine Privatmeinung. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich sie Ihnen ungefragt mitteile. Voller Hochachtung, Abraham Ronan. Ja, Professor Bint ist, glaube ich, super, super, super anstrengend. Also, Revelio. Das wäre auch für mich ein Fach, wo ich mich einfach nur durchquäle. Oh, wenn ich da jetzt schon die Motte habe. Oh, was ist da? Was? Hier ist alles voll mit griechischem, nein, ägyptischem Zeug. Levioso. Revelio. Ah, man kann da nicht durch. Es ist auch nichts. Oh. Eine verschlossene Truhe. Eine verschlossene. Cool. Na, da muss doch was mega cooles drin sein. Wenig. Okay. Ein gepflegter Hexenhut. Ich lasse die Wand mal. Ich habe auch irgendwie... Möchte ich nicht. Lumos. Oh. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Oh. Hübsch. Jetzt habe ich die schon dabei, aber wo ist das Rätsel? Schwesnisch. Da ist Professor Binz. Ja, der reagiert ja sowieso nicht auf mich. Tja. Gute Frage, nächste Frage, ne? Laufe ich hier mit meiner Motte rum, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das hinbringen soll, das Ding. Na gut, dann lass ich sie mal wieder frei. Ach, lol. Ja. So. Ich habe da, glaube ich, schon mal vorgestanden, habe das nicht gefunden. Aber jetzt weiß ich es ja. Dann habe ich das auch noch gelöst. So. Ganz fix dorthin. Und dann gucke ich mal, was meine Aufträge so machen. Was ich noch alles habe. Oh. Entschuldigung. Oh. Ach, ihr esst etwas. Okay. Alles klärchen. Aufträge. Und zwar das vergessene Ei.
alles nur Kobold-Gacke. Amit sprechen und Sebastian beim Aussichtspunkt, aber ich muss auch noch mit ihm in die Katakomben. Und ich lerne dann den Imperio. Dann machen wir erstmal das. Wo? Ach, Hogsmeade. Hogsmeade. Auf dem Marktplatz. Dann habe ich doch da direkt einen Port. Ganz geschwind. Auf zu Poppy. Vielleicht kann ich den Sound jetzt ein bisschen lauter machen wieder. Nö. Ich lasse das so. Slowed. Ich leg mich mal auf den Boden. Sie ist sonst verlässlicher. Oder es war bloß ein Zufall und sie war eben am selben Tag bei Besenknecht. Hi, Poppy. Ich hoffe, du hast noch nicht lange gewartet. Ganz und gar nicht. War gerade bei der Post. Laut Oma sollte ich ein Paket bekommen, aber sie hat wohl vergessen, es abzuschicken. Sie hat mir diese Woche auch keine Eule geschickt. Ist wohl mit ihrer Forschung beschäftigt. Oder in Schwierigkeiten. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Familienmitglied in Schwierigkeiten steckt, irgendwo gefangen ist und wir sie befreien müssen. Welche Art von Forschung betreibt sie? Das variiert ständig, aber es hat immer etwas mit Tierwesen zu tun. Letzte Woche hat sie die Beinknoten von Plimpies untersucht. Die was? Die Beinknoten? Beinknoten von Plimpies? Was wollte sie dir schicken? Nur etwas Futter, das sie entwickelt hat. Ich wollte es Professor Howen für die Kniesel geben. Ah, Kniesel brauchen wir auch noch, Sister. Was weißt du über den Drachen, den du verfolgt hast? Sie wusste nicht, dass die Wilderer ihr Ei hatten. Als sie die Hornschwanzhalle verließ, muss sie direkt zu ihrem Nest geflogen sein. Ich bin zurück zum Zelt und habe ihren Flug verfolgt. Ah ja. Wie verfolgt man den Flug eines Drachens? Wie verfolgt man denn einen Drachen, wenn er längst weg ist? Baumkronen, Brandspuren, sowas halt. Ganze Flugschneisen, die gezogen wurden mit Brandspuren, ja. Ich sag nur Smaug und Herr der Ringe. Gut gemacht. Du weißt wirklich, was du tust. Ich bin nicht sicher, aber ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Klingt gut. Wollen wir los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Kann sie gerne hier wieder haben. Es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das hast du dir alles beim hier rumstehen überlegt? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Das klingt ziemlich klar. Ist das sicher? Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hebriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für alle Mal erledigen. Okay. Wenn du recht hast und wir sie hier finden... Wie bringen wir das Ei dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Klingt einleuchtend. Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Also dann. Gut, dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Toll. Spiel zu Ende, vom Drachen oh, gefressen. Und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Revelio. Bereit, wenn du es bist. Da liegt sogar was rum. Ja, ich bin sofort bei dir. Handschuhe. Okay. Oh, oh. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher herausgeschafft. Oh gut. Anscheinend trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Mhm. Okay. Revelio.
Gibt's noch was anderes außer Hüpfi-Pilze? Noch so ein Sack. Oh, da war ordentlich Knete drin. Vielleicht haben die Wilderer hier ein paar Sachen versteckt. Die Aschwindereierin sind natürlich... Willkommen. Die Arme muss Krankvorsorge um den Verbleib ihres Eis sein. Ich bin leider auch ein bisschen Krankvorsorge, ob die mich abfackelt. Revelio. Kleines Blutbad hier. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Das glaubst du? Das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Hallo. Okay. Sie hatten keine Chance. Oder liegt jemand? Ein nicht identifizierter Gegenstand in Lila. Ein Wilderer. Wo sind sie, Smithy? Ich dachte, sie würden sich uns in Borneo anschließen. Ich weiß, dass sie sich Hoffnungen auf den Kapfring machen, aber die wahren Galeonen findet man in Acromantulas. Sie würden nicht glauben, wie viel Violet und ich vor ein paar Tagen verdient haben. Ganz zu schweigen davon, dass Borneo gar nicht so übel anzuschauen ist. Wie auch immer, wir ziehen bald weiter. Vielleicht nach Ägypten. Es ist so eine Erleichterung, keine Last mehr zu tragen. Bis bald, Angus. Wie süß. Sie halten Kontakt zueinander. Oh, Mega Powertrank ist full. Da ist sie wieder. Atemberaubend. Aus der Entfernung. Total toll. Wenn man nicht gerade fantastisch gegrillt werden möchte. Bei lebendigem Leibe. Ein schön großes Lager hier aufgeschlagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ganze Berg ist bebaut und alles auch sehr massiv. Ich frage mich, wie es um ihr Sehvermögen steht. Revelio. Ah, wie bitte? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Mir steht gerade der Mund offen. Was? Wie, sie hält uns für Schafe? Ein legendärer Umhang. Wow. Wo sind wir hier gerade? Sind wir mal eben in die Alpen geportet, oder was? Ach gut, es ist ein Gebiet, das ich nicht einsehen darf. Okay. Ganz speziell irgendwo weit, weit weg. Revelio. Verwandt. Na, rutsche ich gleich weg? Nee. Das sah so aus. Vorsichtig. Was ist das? Sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Krabbenhorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus.
Okay. Revelio. Also gigantisch große Kisten hier. Ein Wüstenschal. Also die Berge sehen echt mega schön aus. Und oh, das war mal eine Riesenburg, okay. Psst, was war das? Nicht. Ich bin kein Schaf. Ich bin kein Schaf. Wie soll ich denn das anstellen? Was? Wie hier drüben? Ach da, warte. Warte hier. Ich laufe vor. Wenn du soweit bist, ich folge dir. Wieso laufe ich vor? Ich lenke sie ab. Komm nach, wenn es sicher ist. Wieso laufe ich vor? Lauf, 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 lauf. Hallo? Also, hör auf, in Deckung zu gehen. Lauf doch. Das gibt's doch gar nicht. Da waren noch Eier. Kann ich die Eier noch mitnehmen? Hallo? Danke. Revelio. Scheint weg zu sein. Da hinten sind auch noch mal Eier. Dankeschön, die wollte ich nur noch haben. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Revelio. Hier ist nichts versteckt. Nö. Bobby? Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird es uns wissen lassen. Oh oh. Toll. Okay, jetzt schießt immer zweimal. Warte, zweimal schießen. Eieieiei. Empfang. Nein, gar nicht. Hat was von einem Kaminfeuer. Oh, dass ich da immer noch so Witze drüber machen kann. Ey, wieso? Okay, irgendwann komme ich da wohl rüber, oder was? Ah. Alle Klärchen, denn hier habe ich doch was gesehen. Revelio. Kann ich das auch aussprengen? Nein.
Okay, jetzt kann ich zurück. So viel Zeit muss sein, ne? Brauchst dich nicht ducken, die ist nicht mehr da. Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es zu spät. Okay, was macht sie jetzt? Ich schwitze Blut und Wasser. Gott sei Dank halten die Wände was aus hier. Also die restlichen Stückchen davon. Okay, okay. Ich versuche gleich, was ich kann. Ah. Aua. Wir kriegen das hin. Ich eile. Da ist das Nest. Wir sind fast da. So, dann gib mir noch mal ein bisschen Zeit. Da waren nämlich noch Sachen zum Looten. Revelio. Und vor allen Dingen was zum Reparieren. Reparo. Revelio. Ja. So interessant, dass es dann immer noch was hier hinten zum Looten oder so gibt. Man irgendwo rein kann. Alles gut? Okay, da kann man nicht zurück. Poppy dreht sich im Kreis. Poppy? Poppy? Poppy, komm mit. Los, komm mit. Eieiei, die KI. Manchmal ist sie ein bisschen plemplem. Aber nur ein bisschen. Flitze los. Ich hoffe, sie greift mich. Also ich kann hoffentlich das Ei einfach so hinlegen. Ich muss jetzt nicht gegen sie kämpfen. Und hier sieht es ordentlich nach Spinnen aus. Oder es ist einfach nur Revelio. Verstaubt und dreckig. Und lange keiner hier gewesen, weil hier ein Drache wohnt. Warum sind alle Brücken zerstört? Wenn wir ihr das Ei zurückgeben, kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Werden Sie jetzt gleich sehen. Daumen drücken.
atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Ja, ja, hätte auch schief gehen können. Tierwesen sind weit schlauer, als viele Leute glauben. Das sagt Oma auch immer. Das Wichtigste ist, dass wir überlebt und das Ei zurückgebracht haben. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Ja. Bin noch nicht bereit. Doch, wir können. Ich denke, wir können zurück. Sollen wir dann zurück? Ich wäre bereit. Ich auch. Nach der Drachenrettung in der Hornschwanzhalle rechne ich außerhalb des Schlosses jederzeit mit einem Angriff der Wilderer. Verständlich. Wir haben ja auch ihren Kampfring sabotiert und ihr Drachenei gestohlen. Stimmt. Du hast recht. Aber warum sind sie uns nicht gefolgt? Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Außer... Außer was? Außer, sie haben es doch getan. Oh nein, dass ich das nicht vorausgesehen habe. Wir müssen los, ich brauche eine Eule. Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was? Hä? Doch was mit der Oma, hä? Wie konnte ich so blind sein? Das vergessene Ei. Okay, die geht erstmal zur Eulerei, aber die ist doch hier, oder nicht? Es war ein Unfall. Behaart der Basiliskenzüchter. Was? Der Zauberer aus Cornwall, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet? Nachdem bei einer Routinekontrolle Rötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken sei seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes eines Basiliskengifts ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger Gesetzestreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberers, der eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt, einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Aha. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Der Zauberer aus Cornwall hat sich vor dem Zaubergamott auf völlige Ungewissheit berufen und behauptet, seine Hühnerstelle sei einfach unwiderstehlich für Kröten. Und er habe keine Ahnung von der Basiliskenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Sie sagte, ich bezweifle nicht, dass er so verrückt ist. Wir hatten ihm dennoch gesagt, dass wir kommen würden, oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Okay. Okay, Poppy ist da jetzt erstmal ein bisschen festgesetzt. Und ich guck mal zum nächsten Auftrag mit Sebastian und dann sehen wir uns gleich wieder in den Katakomben. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Auf bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass doch ein Like oder ein Abo da. Mach's gut. Tschüss.